Was geht ab, Pirschko? Und das ist das Intro einer Zerstörung, die legendär sein wird. Der Beef des Jahrhunderts, der Beef des Jahrhunderts, ja. Ja, genau, du hast damit angefangen. Du wolltest den Krieg, du bekommst ihn. Bitch. Und dann zerstör ich dich. Pirsch Connection wird dich zerstören. Ja, du kommst mir mit deinen Leuten an. Du drohst mir mit deinen Leuten, du drohst mir mit deinen Jungs. Ja, dann kommt, sollen sie doch herkommen. Ist bereit, Stahl hat der Schlägel aus Schläger aus Metall. Und damit reißt, schlage ich euch die Musik kaputt. Das wird Kopf rollen. Ja, hörst du meinen ganzen Flow, meinen Flow, meine Technik wieder raus. Und dann sagst du, dass meine Tracks scheiße sind. Du sagst also, ich kann nicht rappen. Dafür kannst du kein YouTube machen. Du YouTube-Fotze, du YouTube-Lampe. Du kleine YouTube-Fotze, ja. Jawohl. Es ist wieder mal soweit. Ich hab ja mal Beef mit dem guten Sandulli. So wie damals. Diesmal mit dem Bus. Es ist aber kein kleiner Beef. Diesmal ist er heftig. Dieser Beef wird in die Geschichte eingehen. So wie Tupac und Biggie. West Coast, East Coast. Das ist HRM434. Hirsch Connection Family. HRM434. Hirsch Connection Family. HRM. Yeah. Das ist Hirsch von. Was es Kiel heißt. HRM434. Was es. Fang du erstmal an mit dem Rappen. Ja. Fang du erstmal an zu rappen. Schreib deine eigenen Texte und disse du mich mal. Aber du sagst ja, dass deine Zeit zu wertvoll dafür ist. Aber ich mach dich dafür fertig, dass du der Beef des Jahrhunderts. Dieser Distrack fickt dich zurück in die Anstalt deines Vaters. Und du kannst mich dafür nicht bei der Polizei anzeigen. Es ist Kunstfreiheit, es ist nun mal Rap. Künstlerfreiheit, Rap, ja. Und bevor die Freunde blau hier sind, sind die Handys schon längst weg. Schick ich die Handys weg und das so lange, bis ich wieder sicher bin. Du hast nichts gegen mich in der Hand und diesmal werde ich nicht verlieren. Diesmal nicht. Ich habe vorgesorgt. Und das war Kapitel 1. Das Intro. Es ist mehr als nur 31 Minuten.